Hallihallo, liebe Bücherdrachen, und herzlich willkommen zu meinem Leserückblick. Ich habe im vergangenen Monat 4 Romane gelesen. Wie immer packe ich euch die Bücher auch noch unten in die Infobox. Könnt ihr direkt über einen Anytips-Link bestellen, falls ihr Bock habt, bei Hugendubel, Thalia, wo auch immer. Ich kriege eine kleine Provision. Ihr zahlt keinen Cent mehr, wenn ihr eh online die Bücher bestellen wollt. Und ich würde sagen, wir fackeln jetzt auch nicht so lange, sondern springen direkt weiter mit dem ersten Buch. Es wurde ziemlich romantisch im vergangenen Monat. Gelesen habe ich nämlich Nick und Charlie von Alice Oseman. Vielleicht kennt ihr ja die Heartstopper-Comics oder die Serie. Und hier geht es um Nick und Charlie. Die sind jetzt schon seit 2 Jahren zusammen und alle sagen, sie sind das perfekte Pärchen. Jetzt ist es aber so, dass Nick fertig ist mit der Schule und dadurch beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Charlie hat panische Angst, dass sich Nick von ihm trennen wird. Und so beginnt ein großes Gefühlschaos. Nick will halt auch wegziehen und so. Und dann geht es sehr viel darum, ob eine Fernbeziehung halten kann. Es hat mich emotional total berührt. Es war aber auch so ein bisschen, oh, ihr seid halt noch so jung und dass das eure Fragen sind, das ist irgendwie klar, aber ich konnte mich persönlich nicht mehr in die Lage hineinversetzen. Ich konnte es aber verstehen, wie die zwei sich fühlen. Dennoch hatte ich so eine gewisse Distanz dadurch. Ich fand es trotzdem sehr süß. War diese Story notwendig? I don't know. Aber sie war schön. Es war ein voll krasser Feelgood-Roman. Der stellt wichtige Fragen. Und allein deswegen finde ich es schon lohnenswert, den zu lesen, wenn man sich mit Heartstopper auskennt. Ihr solltet aber auf jeden Fall zumindest die Serie geschaut haben, weil ansonsten werdet ihr hier sowas von gespoilert. Das ist bei Löwe erschienen und mir hat es, wie gesagt, ganz gut gefallen. Es war so sweet. Ein weiterer Liebesroman, den ich gelesen habe, ist With You I Hope von Justine Poust. Der Roman ist bei Drömer Knauer erschienen und ist der 2. Teil der Belmont Bay-Reihe. Ihr könnt den aber natürlich auch lesen, unabhängig vom 1., weil hier geht es um eine andere Protagonistin. Dieses Mal geht es um Megan und die ist ja nach Belmont Bay gezogen, um mehr über ihre Familie herauszufinden. Ja, eine ganze Weile hat sie das jetzt so ein bisschen aufgegeben, weil sie sich auch um ihre Adoptivschwester gekümmert hat, die nach Belmont Bay gekommen ist. Und dann taucht in der Stadt plötzlich der attraktive Leo auf. Der gibt vor, ein Journalist zu sein, um eben von diesen Festivitäten in Belmont Bay zu berichten und von der Theaterszene und so. Aber in Wirklichkeit, das erfährt man sehr schnell am Anfang des Romans, ist er ein Privatdetektiv und er wird angeheuert, in Belmont Bay etwas zu recherchieren. Ja, Megan weiß natürlich anfänglich nichts davon, aber so rein theoretisch wäre so ein Privatdetektiv hier vielleicht auch gar nicht schlecht, um herauszufinden, was damals mit ihrer Mom passiert ist und wohin die Spuren der Familie sie noch führen werden. Es ist eine Love Story zwischen Megan und Leo. Es geht aber auch um Familie. Es ist wieder total emotional und berührend. Es geht auch um Traumata und ihr solltet euch auf jeden Fall die Triggerwarnung am Ende durchlesen, wenn ihr von einem der Themen betroffen sein solltet. Es ist nämlich nicht leicht. Justine Poust schafft es auch in diesem 2. Teil wieder sehr, sehr schwierige und sehr heftige Themen so zu verpacken, dass sie richtig gut verarbeitet werden, dass darüber geredet wird, dass Themen, die als Tabuthemen gelten, angesprochen werden. Und dann ist das alles halt noch vor diesem Hintergrund dieser Love Story. Es war einfach wieder richtig, richtig gut. Ich kann gar nicht sagen, welchen Band ich mehr liebe. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon sehr krass auf den 3. Teil und kann es kaum erwarten, wieder nach Belmont Bay zurückzukehren. Jetzt wird es ein bisschen fantastischer, aber dennoch romantisch mit Everlove von Tanya Byrne. Bis übers Ende dieser Welt hinaus. Das ist bei Sauerländer erschienen. Und ich habe das Glück, diese super schöne Version hier zu haben. Ah, I love it. Es geht um Ash und um Poppy, die sich ineinander verlieben. Sieht man ja auch schon auf dem Cover. 2 junge Frauen küssen sich. Jetzt ist es aber so, dass er stirbt. Das ist kein Spoiler, steht auch hinten drauf. Das erste, was ihr erfahrt quasi. Und sie wird zu so einer Art Sensenfrau. Sie stirbt an einem ganz besonderen Tag und an diesem Tag wird sie dann auch immer ausgesandt, um mit anderen Sensenleuten die Menschen zu holen. Die Sache ist, Ash sieht nicht mehr so richtig aus wie vor dem Unfall, aber schon auch ein bisschen. Also nach dem Tod noch mehr, aber sie verändert sich dann äußerlich immer mehr, kann aber quasi noch unter den Lebenden wandeln. Und das bedeutet, dass sie theoretisch auch ihre Eltern besuchen könnte und auch ihre liebe Poppy. Und sie will das natürlich alles nicht so abgeschlossen zurücklassen. Es geht so ein bisschen darum, wie sie mit ihrem eigenen Tod umgeht
und ob die Liebe die Grenzen des Todes überwinden kann, was jetzt mit Poppy ist und, oh, Leute, es war so gut. Also, Women Love Women Roman par excellence, würde ich sagen. Ich fand den Anteil von Fantasy und Romance genau passend. Es war lustig, es war abenteuerreich, es ist richtig schön divers, queer ja sowieso. Ich hatte eine richtig gute Lesezeit und hing einfach so sehr an dieser Story, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht. Also ich kann es euch echt nur empfehlen. Es ist ein bisschen was für eine dunklere Jahreszeit, weil es halt um den Tod geht. Aber dennoch so schön und mit so viel Liebe. Und zuletzt gelesen habe ich den letzten Teil der Midnight Chronicles, Nachtspur von Laura Kneidel und Bianca Josivoni. Ich will euch natürlich nicht spoilern, worum es im letzten sechsten Band geht, aber ihr kennt die Midnight Chronicles vielleicht. Da geht es um die Hunter, die verschiedene fantastische Wesen jagen, wie Vampire, Dämonen und Co., alles was es so gibt. Und vor allem stehen Roxy und Shaw im Vordergrund. Roxy muss nämlich in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Anzahl von Seelen zurück in die Unterwelt führen, weil sie die aus Versehen befreit hat. Und dann ist da auch noch Shaw und die Love Story und dann gibt es ganz viele unterschiedliche Hunter. Und wir folgen in diesem Band vor allem Jules. Der hat eine, sagen wir mal, sehr interessante Entwicklung in den Anfangsbänden gemacht. Und es geht um Harper. Es ist die Love Story zwischen Harper und Jules. Es geht dieses Mal um eine Magic Huntress, was ich auch sehr cool fand, weil davon weiß man noch gar nicht so viel. Es ist ein krasses Finale. Es geht sehr heftig zu. Es wird unglaublich emotional und alle Fäden kommen irgendwie zusammen. Also ich war die ganze Zeit so richtig schwermütig, als ich es gelesen habe, weil ich wollte einfach nicht, dass diese Reihe vorbei ist und endet. Und der Abschied tat sehr weh, aber er war halt auch wunderschön. Und die Midnight Chronicles gehören auf jeden Fall zu einer meiner absoluten Lieblingsreihen aus dem Lux Verlag. I just love it. Und tatsächlich war es das auch schon mit den Büchern, die ich gelesen habe. Ich bin nicht zu Comics oder sonst was gekommen, weil ich mich dieses Mal echt nur auf die vier Romane konzentriert habe und durch den Umzug und alles auch nicht so wahnsinnig viel Zeit hatte. Aber nun gut, vier Romane, besser als nichts. Boah, Highlight kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, es ist With You, I Hope. Aber ich weiß es nicht. Es fällt mir sehr schwer, weil ich fand, alle Bücher waren 5-Sterne-Bücher. Schreibt mir doch jetzt mal in die Kommentare, was ihr zuletzt gelesen habt. Würde mich mal total interessieren. Und ansonsten schaut auf Instagram rein, lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, Bücherdrachen. Also ich konnte... Wohin die Spü... Der gibt vor, ein...